Grenzenlos ist eines der Heimattagethemen für Bad Mergentheim. Grenzenlos war auch das 7. internationale Oldtimer-Bustreffen vom 22. bis zum 24. April. Schließlich kamen die nostalgischen Gefährte sogar aus der Schweiz, Österreich, Luxemburg, Schweden, England, Frankreich und aus allen Regionen Deutschlands. Versammelt hatten sich die 67 teilnehmenden Busse auf dem Festplatz in Bad Mergentheim, von wo aus auch die gemeinsame Ausfahrt am nächsten Morgen um 8 Uhr begann. Gäste nahmen Platz und schon ging es los. Natürlich grenzenlos in die drei Weinbaugebiete der Region: Baden, Franken und Württemberg. Trotz der nassen und kühlen Witterung war die Stimmung insgesamt gut. Wurden doch überall edle Tropfen und kleine Snacks serviert. Und die Weinkunde kam auch nicht zu kurz. Wie hier bei einer Weinkellerführung in Markelsheim. Ich möchte Ihnen kurz hier an dem Beispiel den Unterschied erläutern. Das hier drüben, was Sie alles sehen, sind alles Barrikfässer. Barrikfässer haben ein Fassungsvermögen von 225 Liter. Das ist das optimale Verhältnis zwischen Inhalt und Oberfläche. Und alles, was kleiner oder größer ist, ist einfach ein Holzfass. Also Barrik ist definiert. Anschließend ging es wieder zurück nach Bad Mergentheim. Am Sonntag zeigten sich die Busse ab 9 Uhr auf dem Marktplatz und in der Burgstraße und warteten stolz auf die Prämierung. Wer wird der schönste Bus im ganzen Land? Die Besucher konnten beim Schlendern durch die Innenstadt ihren Lieblingsbus wählen. Es wurde gefachsimpelt, bestaunt, besichtigt, fotografiert und abgestimmt. Das ist der Harmonin Clubbus aus dem Baujahr 57 und er kommt aus Schweden. Der Mats Klasson hat den ersten Preis gewonnen und da ziemlich mit der Weltenschlauer.
Lieber Herr Kassel, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Schön, dass Sie extra runtergefahren sind. Wie viele Kilometer waren es denn? How many kilometers did you drive down to here? 1200. 1200 Kilometer. Wow. And how long did you need? 2 days. 2 Tage, das ist eine nostalgische Busfahrt. Super. Und er wird es in Urlaub machen und 2 Tage zurückfahren. Nochmal, ganz herzlichen Dank. Congratulations to the first place and greetings to Sweden here from Bad Mergentheim and hopefully you come again. Come back. We will come back. Super, das war ein Versprechen. Thank you all. Thank you very much. Good trip back. Ja, und nachdem der Erstplatzierte uns versprochen